Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und ich muss laut schreien, weil diese Menümusik ist ultra laut. Hilfe! Aber das wird sich gleich ändern, indem ich einfach auf lokales Spiel drücke, Kacke wegmache, Einzelspieler und dann muss ich mich, glaube ich, noch selber umbringen, denn ich habe noch ein paar Sachen, glaube ich. Ja, wir spielen Ark Survival keine Ahnung. Ja, es gibt zwar jetzt Survival Ascended, aber wir stellen erstmal Charakter und danach erkläre ich. Memo, ma, Memo, Memo. Ich glaube, der passt so. Deswegen Überlebenden erstellen. Annehmen. Ja, die Anfangsmusik buggt ein bisschen, aber sonst. Ja, so Leute, wir sind drin. Oder warte. Wir sind drin, ich weiß nicht, ob der Sound so passt. Ist für euch genug laut ist oder. Ich bin gerade mal gehüpft. Ich bin gerade mal gehüpft, aber okay. Ja, hier kann man sich so Sachen auswählen, falls ihr Ark noch nicht kennt. Hier, man kann nicht unendlich Sachen tragen, auf jeden Fall. Man hat in dem Spiel Durst und Hunger. Ja, bei mir buggt gerade der Sound ultra rum. Entweder liegt es an meinem Kopfhörer oder an irgendwas anderem, aber ja. Also ich würde erstmal einen Nahkampfschaden machen. Und dann können wir hier, haben wir so Punkte und dann können wir Lagerfeuer oder Speer und Axt jetzt nicht mehr, weil wir haben nicht mehr genug Punkte. Okay. So viel dazu und ja. Ist halt so wie Minecraft. Nur, dass es ein bisschen realistischer ist. Also hier, wenn ich den Baum jetzt haue, dann kriege ich Schaden. Hier unten sieht man das. Und da sieht man auch diesen roten Balken da eigentlich. Aber ja. Ich habe ein neues Level, jetzt kann ich zum Beispiel Gewicht upgraden. Dann sieht man da 110. Und dann habe ich noch ein Level verfügbar. Und dann kann ich, ja, habe jetzt schon so viel. Egal, aber dann kann man sich hier Stoff Sachen irgendwie machen. Aber zuerst habe ich erstmal hier die Spitzhacke. Die kann man einfach hier hinpacken und dann kann man damit Steine bauen. So wie in Minecraft. Also man kann sich zwar nicht runterbauen, aber ja, man hat halt so wie in Minecraft eine Spitzhacke. Und ich habe jetzt in mein Inventar 6 Metall bekommen und das kann man dann irgendwann, wenn man Level 20 ist, kann man das einen Ofen craften. Deswegen
Ja, das kann man da drin dann schmelzen. Und hier habe ich noch, weil ich auf dem PC oder ich weiß nicht, ob das, man das auf PlayStation auch hat, aber hier kann man auf jeden Fall, wenn man jetzt bei seiner Axt die irgendwie anders haben will, dann sieht die so aus jetzt. Aber ändern tut es dann nichts. Also man kann halt so bam. Und jetzt habe ich das alles im Inventar. Und ich weiß auch nicht, warum er immer das so. Ja, egal. Aber es sieht cooler aus, finde ich. Dann kann man hier Holz abbauen und Holz ist ultra schwer irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Aber ich würde sagen, hier baue ich mein Haus, wenn ich es dann irgendwann kann. Davor müsste ich eigentlich erstmal eine Kiste machen. Ja. Aber dazu muss ich Level 4 werden. Also ich bin Level 4. Aber ich brauche halt mehr Punkte. Und die bekomme ich, indem ich einfach irgendwas farme, mache oder so. Ja, also. Und es gibt auch Fasern, die kann man so einsammeln, indem man bei diesen komischen kleinen Pflanzen immer so, da seht ihr auch links, glaube ich, ist das. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Dann seht ihr, ich habe 89 Fasern. Und jetzt, Fasern sind ultra wichtig. Denn jetzt kann ich eine Rose machen. Dann habe ich etwas für die Beine. Oder wenn ich jetzt noch ein bisschen Fasern sammle, dann kann ich mir hier das machen. Oder ein Speer geht auch. Davon muss man eigentlich mehr machen, denn die sind zum Werfen gut. Aber zum Schlagen kann man die auch gut verwenden eigentlich. Also, oh ja, ich habe jetzt aus Versehen den Chat geöffnet. Oder was das ist. Ja, jetzt habe ich hier so einen Speer. Und da, es gibt auch Dinos in diesem Spiel. Und der Dodo hier ist Level 9 und er hat geschissen. Kann man aufnehmen übrigens. Okay, da hinten ist ein leicht gefährlicheres Tier. Ich weiß zwar nicht, welches Level das ist. Aber egal, davon lassen wir uns nicht ablenken. Wir haben jetzt ein paar Punkte dazu. Dann könnte ich einfach mal auf Gewicht und auf Nahkampfschaden. So, jetzt könnte ich mir entweder hier ein bisschen Rüstung oder ich nehme mir mehr. Also, das Fundament braucht man, um solche Türen oder Sachen drauf zu placen. Also, ich kann es euch zeigen. Ach ja, ich habe ja gerade nicht genug. Ich brauche Fasern. Seht ihr, ich sagte doch, dass man Fasern braucht hier. Fasern ist eins der wichtigsten Items im Spiel am Anfang. Oder nicht nur am Anfang vielleicht, ich habe noch nie so sehr weit gespielt. Aber in diesem Let's Play wird das wahrscheinlich so sein, dass ich das sehr weit bringen werde. Wenn mein Freund einen PC hätte, würde ich mit ihm das aufnehmen, aber also ich meine meinen anderen Freund, nicht Millie. Der hat ja, na gut, der hat einen Laptop. Ist ja aber fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Laptop kann man mitnehmen, Computer nicht. Kiste, Stroh. Ja. Ach ja, ich wollte euch ja das Fundament zeigen. Egal. Dazu brauche ich jetzt keine Fasern, sondern Stroh. Da
hinten ist der Dino und der kommt auf mich zu, deswegen. Und dann, ja, man kann die Viecher killen. Oh. Ey, ich hoffe, man. Junge, nein. Da ist einer unter dem Boden. Mein Gott, warum? Ja, eigentlich könnte man jetzt so eine Box da platzieren, wo man das Lager haben will. Also ich mache mein Zimmer hier irgendwie an den Strand. Damit man, warte. Oh nee! Komm doch da raus, wenn du dich traust. Nein. Ja, hat ja super geklappt, wirklich. Wirklich super. Wirklich sehr gut, finde ich. Ja. Jetzt wache ich wieder auf. Und dann sieht man, da ist da steht der kleine Bastard immer noch. Der Rote sieht irgendwie aus, als wäre der stärker wie die anderen, was ich aber eher nicht glaube. Aber ich crafte mir jetzt einfach mal einen neuen Speere. Genau. Und dann. Die sind nämlich eher was zum Werfen. Nämlich, man kann dann, wenn. Ja, man kann sich nicht so schnell bewegen, wenn. Ja, da etwas am. Dingsen ist. Aber jetzt kann man den Fuß besser angreifen. Und dann hat man mehr Fleisch. Meine Augen haben keinen Bock mehr auf mich. Also, dann kann man sich ein Lagerfeuer craften. Aber dafür braucht man Stein, Stroh und Feuerstein. Deswegen, dann kann man, ja, eigentlich wisst ihr, wie es funktioniert. Einfach Stein holen und... Okay. Also dann crafte ich mir das mal. Jetzt habe ich zwar genug Dings Fasern für alles, aber nicht genug Stroh. Also Stroh brauchen auch öfters. Also so wie hier. Einfach hier. Und ihr seht, ich bin jetzt überladen. Dann kann man einfach zu seiner Box hingehen und die Sachen verstauen. Ja. Also warte, Inventar öffnen und dann kann man egal was einfach reinmachen. Ich könnte jetzt einfach mal das machen, weil ich habe hier mehrere von denen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so dieses Kasten.
Ja, dann kann man hier Inventar öffnen machen und dann kann man Holz da rein machen und dann Fleisch und dann auf Feuer entzünden drücken. Und dann müsste es eigentlich getan werden. Ja, in der Zeit könnte man mit Äxten oder so hier etwas abbauen. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt doch den Stil auf die Axt angewendet, weil ich habe hier das doppelt, weil ja. Einfach, weil habe ich vergessen. Ja, dann kann man sich noch, wenn man Beeren oder irgendein Essen hat, kann man das hier nach unten tun. Dann drückt man auf die 6 und dann isst man es. Ja, so wie jetzt. Und dann irgendwann kann man hier gedrückt halten und dann auf Inventar öffnen und hier 3 gebratenes Fleisch rausnehmen. Irgendwie. Okay, irgendwann muss ich entweder einen neuen Kopfhörer kaufen oder ich brauche ein. Oder ich spiele einfach. Obwohl, dann hört ihr alles doppelt, weil. Ja, das ist auch schlecht. Mit Ceto kann man sich übrigens ducken und mit C kann man sich ducken und mit X kann man sich so. Das sieht abnormal scheiße aus. Warte, wie sieht das in der Ego aus? Gar nicht mal so scheiße. Aber dann würde ich auch sagen, mit diesem letzten paar Upgrades jetzt würde ich sagen, auch dann ciao Leute!